Dear ladies and gentlemen, Curex Entertainment proudly presents. Tja, und damit. Ho, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Triforce Heroes. Ich bin Curex, aber ihr könnt mich auch gerne Quengelosaurus nennen, wenn ihr das möchtet. Und damit starte ich ein lang ersehntes Let's Play. Ein Let's Play, das ich auf dem 3DS spielen darf, und ich habe mich schon seit längerer Zeit darauf vorbereitet und ich hoffe, es hat sich für mich gelohnt und ich hoffe vor allem, es lohnt sich auch für euch. Ja, Triforce Heroes, ich sag ein paar Worte am Anfang dazu, ist sicherlich eines der untypischsten Zelda-Spiele, die es bisher so auf dem Markt gibt. Das liegt ganz einfach daran, dass es ein Multiplayer-Zelda ist. Und wer die Four Swords-Spiele kennt, die es auch schon früher gab, auf dem GameCube und auf dem GBA war das, glaube ich, der weiß, wie anders solche Multiplayer-Spiele sein können. Ich habe mich noch nicht allzu viel über das Spiel informiert, denn das hier ist ein Blind Let's Play, und ich wollte mir nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte nur so viel im Voraus sagen. Ich würde nicht davon ausgehen, dass Hardcore-Zelda-Fans hier wirklich ein klassisches Zelda erwarten können, denn ich glaube, die Story-Lastigkeit ist hier nicht so sehr gegeben, sondern wirklich einfach eher der Fun an der Sache. Ich habe gehört, dass es ja sehr japanisch sein soll vom Humor her. Naja gut, das sind andere Zelda-Spiele ja auch, aber in diesem hier soll das wirklich so ein bisschen Überhand nehmen. Oh Moment, ich glaube, ich kriege eine Szene rein. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, dann nehme ich mir nur was vorweg, was ich jetzt gar nicht haben möchte. Ich gehe da mal zurück. Wahrscheinlich wird die gleich sowieso noch erzählt, wenn ich starte. Geht nicht mit zu engen Vorstellungen von einem Zelda-Spiel ran, sondern ich würde euch sagen, versucht einfach mal Spaß an dem Spiel zu haben, wie es euch geboten wird. Ich schau mal ganz kurz rein, Spotpass, Spielinfos senden, Speicherdaten löschen, nö, schwarze Liste löschen. Also, es ist ganz klar auf Multiplayer ausgelegt. Liebe Leute, aber ich werde jetzt erstmal Singleplayer spielen. Das Spiel lässt sich angeblich auch vollständig als Singleplayer durchspielen. Es muss wohl etwas komplizierter dadurch werden. Sollte ich während des Let's Plays feststellen, das geht ja überhaupt gar nicht, das geht überhaupt gar nicht, da komme ich nicht durch, dann habe ich auch schon die Möglichkeit hinterfragt, das als Let's Play Together zu starten. Das kann ich euch aber nicht versprechen, weil das immer sehr, sehr kompliziert ist, sowas anzugehen. Aber im Zweifelsfall würde mir das natürlich auch großen Spaß machen. Und ich starte jetzt einfach mal. Oh yeah. Oh yeah. Na, genau, da kommt die Geschichte nämlich nochmal. Das dachte ich mir. Willst du wissen, wie diese Geschichte ihren Anfang nahm? Es war einmal ein Königreich, in dem alle Kleider liebten und sich immer für die neueste Mode begeisterten. Die prächtigsten Kleider von allen trug stets Prinzessin Rüschlinde. Die heißt Rüschlinde. Es gab jedoch eine Person, welche der Prinzessin nicht wohlgesonnen war. Eine böse Hexe aus dem Lumpenland. Ach, die interessiert sich doch gar nicht für Mode, das sehe ich sofort. Eines Tages erhielt Prinzessin Rüschlinde ein Geschenk. Oh, das sieht aus, als würde es leben. Blup, 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 blup. Absender unbekannt. Verdächtig? Sehr. Doch die Prinzessin ließ sich von der hübschen Schachtel blenden und öffnete sie, ohne zu zögern. Oh mein Gott, was ist passiert? Nein. Als die Schwaden sich lichteten, fand Prinzessin Rüschlinde sich in einer grässlichen Tracht wieder. Das steht dir vorzüglich, höhnte die Stimme der Hexe. Kawumms! Niemand außer der Hexe könnte der Prinzessin das verfluchte Gewand ausziehen. Ich könnte. Vor lauter Scham schloss diese sich in ihrem Gemächern ein. Im ganzen Land machte sich Trauer breit. Das ist wohl der König, der weint. Das Lumpenland, wo die Hexe wohnte, war ein gefährlicher Ort, an den sich nur wahre Helden vorwagen könnten. Um solche zu finden, wandte sich der König an alle befreundeten Reiche. Gehört der Hyrule dazu?
Ein Jüngling hörte von diesem Gesuch und machte sich auf den Weg in das Königreich. Gesucht, Totemhelden. Voraussetzungen, spitze Ohren, Haarsträhnen vor den Ohren, verwegener Scheitel. Null Jünglinge, die ihre Zeichen im Toten, der Totenhelden tragen. Hä? Die Zeichen der Totenhelden tragt. Boah, besiegt die schändliche Hexe und befreit Prinzessin Rüschlinde von ihrem Fluch. Wer auch immer diese Heldentat vollbringe, der werde fürstlich entlohnt. Gezeichnet König Lockfried von Textilia. So, also. Ich bin Grünhaarmann. Hey, du! Bist einer der Helden, die Prinzessin Rüschlinde erlösen wollen, stimmt's? Ja, so ist es, mein Freund, so ist es. Diese spitzen Ohren, sehr schick, sehr, sehr schick. Ich arbeite bei Madame Couture, der besten Modeschneiderei in dieser Stadt. Von den Madame geschneiderten Gewändern wohnen besondere Kräfte. Den von Madame geschneiderten Gewändern wohnen besondere Kräfte inne. Prinzessin Rüschlinde war unsere beste Kundin, bis dieser ganze Schlamassel anfing. Jetzt können wir nur noch auf die Hilfe von euch Helden hoffen. Aber du, eines muss ich mal sagen. Dein Outfit, das ist schon irgendwie schick, oder? Ist super sexy. Ja, also, es ist irgendwie äußerst, so halt. Aber vielleicht willst du einfach mal etwas anderes ausprobieren, beziehungsweise anprobieren. Ausprobieren ist geiler. Wo du schon einmal hier bist, solltest du einfach mal in unserem Laden kommen. Es ist das hübsche lila Gebäude am Platz in der Mitte der Stadt. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst wird Madame mich wieder ausschimpfen und verprügeln. Hey. Dafür hat sie auch die richtigen Kleider. Also, wäre schön, wenn du Prinzessin Rüschlinde helfen könntest. Aber du machst erstmal Geschäfte, oder was? Na gut, also ihr seht, das hat mit einer typischen Zelda-Story eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Ich kann hier mich noch so ein bisschen umgucken. Ich prüf auch gleich mal die Steuerung. Wir sind noch nicht mal ein als Link benannter Held. Wir haben noch nicht mal 3 Herzteile am Anfang, sondern gleich viel mehr. Also hier passiert einiges, was sonst nicht in Zelda-Spielen passiert. Und Zelda ist auch nicht aufgetaucht. Wir sind nicht in Hyrule. Da ist einiges anders. Aber nicht verzagen, liebe Leute. Das wird bestimmt sehr, sehr witzig. Alles klar, wir reden erstmal mit der Wache. Möchtest du die Stadt verlassen? Aber nein! Ich beschütze die Stadt vor allen verdächtigen Elementen. Nicht einmal eine Ameise kann mir entgehen. Ja, guck lieber nach oben. Vögel kommen da viel leichter rein. Gut, diese eine Ameise vorhin habe ich reingelassen. Sie wirkte nicht verdächtig. Okay, die war eine ganz unverdächtige Ameise. So, also Pausebildschirm ist ganz normal. Select-Bildschirm ist auch ganz normal. Sonst kann ich eigentlich noch gar nichts machen. Ich kann mit dem Schwert zuschlagen, denn ich bin ja ein Held. So, kann ich mich auch schon aufladen? Oh ja, das kann ich schon. Also ihr seht, das ist ganz im Stil von, jetzt muss mir der Titel einfallen, von dem letzten 3DS-Game. Link Between Worlds heißt das. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Manchmal findet man beim Rasenmähen Rubine. Nur deshalb konnte ich mir diese roten Schuhe leisten. Aber erzähl das nicht der bösen Hexe. Nein, sonst guckt überall unter den Büschen nach. Das wäre ja schrecklich. Alles klar, wir haben schon einen Rubin gefunden. Und ihr seht, man kann offenbar sehr, sehr, sehr viele Rubine hier sammeln. Vermutlich ergibt sich das im Multiplayer einfach so ein bisschen. Die tägliche Schatztruhe. Öffnung bald. Jetzt ehrlich. Na, ehrlich jetzt. Okay, irgendwie ein Minispiel. Miiverse Galerie. In Kürze an diesem Ort. Also scheine ich erst noch freispielen zu müssen. Macht aber nichts. Ich muss erstmal in das hübsche lila Gebäude hier. Und da ist eine Katze. Hallo. Okay, liebe Katze, ich möchte dich streicheln und dann essen. Eine Mode, eine für Mode und Mode für alle. Hä? Madame Couture. Couture. Französisch ist nicht so meine Sprache. Alles klar, und... Oh, wer bist du denn? Ist das die Hexe oder was? Willkommen in Madame Coutures Boutique. Du befindest dich am Nabel der Modewelt. Das ist nicht die Hexe. Madame, das hier ist er. Der Held, von dem ich Ihnen erzählt habe. Dieses Landei soll ein Held sein? Die ist nicht sehr höflich. Nun ja, seine Kleidung lässt wirklich zu wünschen übrig. Aber Madame, sehen Sie sich seine Ohren an. Diese langen, spitzen Ohren. So bist du also drauf. Er muss derjenige sein, der die Prinzessin erlösen wird. Nicht die Spur von Modesinn, das kann doch nur ein Hochstapler sein. Du bist nicht der erste Held, der hierher kommt, musst du wissen. Aber bisher hat es keiner geschafft, die Hexe zu bezwingen. Seit Prinzessin Rüschlinde verflucht worden ist, bekommen wir keine Aufträge mehr aus dem Schloss. Darüber hinaus geht das Gerücht um, dass jeder, der sich modisch kleidet, ebenfalls den Fluch fürchten muss.
Kein Wunder, dass Madame nicht sehr erfreut über die Lage ist. Ja, und deswegen vertreibst du deinen einzigen Kunden, oder was? Es kauft niemand mehr meine Kleider. Nur eine einzige Kundin ist noch in der Anprobe. Oh, da will ich hin. Aber das ändert nichts daran, dass Madame die beste Modedesignerin der Welt ist. Ja, so sieht sie auch aus. Hübsches, hübsches Kleid, muss ich sagen. Die Katze macht's auch nicht schlechter. Wenn du Geld und die richtigen Materialien hast, macht sie dir die wundervollsten Gewänder. Aber wie dem auch sei, wir müssen die Prinzessin irgendwie von dem Fluch erlösen. Wenn du ein echter Held bist, der die Hexe bezwingen kann, dann werde ich dir helfen, wo ich kann. Verstehst du jetzt die Lage in unserem Königreich? Oh, voll und ganz. Aber irgendwie habe ich auch nicht zugehört. Trotzdem, voll und ganz, sonst redet ihr nur weiter. So, als erstes solltest du zu Graf Schnöselschick gehen. Er ist Kommandant der Hexenjäger. Er wählt im Schloss neue Rekruten aus, aber die Auswahlkriterien sollen sehr, sehr streng sein. Oje, so spät ist es schon? Mein Job ist es, die Helden im Schloss in Bezug auf Gewänder und Materialien zu beraten. Ich betreibe dort sowas wie eine Zweigstelle von Madame Couture. Also dann, man sieht sich. Tschüssi, ich hau ab. Okay. Ich bin alles andere als überzeugt, dass du ein echter Held bist. Stell dich erstmal bei Graf Schnöselschnick vor. Der Mann ist nicht umsonst Kommandant. Wenn du ein Hochstapler bist, wird er dich hochkant rausschmeißen, bevor du deinen Namen ausgesprochen hast. Ich weiß noch nicht mal, wie ich heiße bisher. Na gut, alles klar. Aber ich werde auf jeden Fall schon beschimpft. Ah, guck mal, da hinten sitzt eine Katze, mit der rede ich erstmal. Das ist ja, glaube ich, selbst. Das ist gar nicht die Katze, die redet. Alle dieser Blusen haben imposante Schulterpolster. Oh, 70er-Jahre-Style, sehr sexy. Okay, alles klar. Ich verstehe dich. Du fühlst Madames Blick in deinen Nacken. Sie scheint sich, hier scheint sich ein Privatbereich zu befinden. Hey, warte mal einen Moment. Was treibst du da? Das ist die Anprobe. Ich wollte hier nur mal reinschauen. Der Raum der ersten Begegnung zwischen Käufer und Kleidung. Ein heiliger Ort. Also hör auf, meine Kunden zu belästigen und komm da weg. Ich wollte hier nur mal gucken. Mann, okay, dann gehe ich halt wieder raus. Alles klar. Ach, ist ja fürchterlich. Also gleich am Anfang zwei Charaktere, die mir eigentlich eher unsympathisch sind, muss ich sagen. Ich hoffe, das ändert sich noch so ein bisschen. Oho, 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 oho. Ohren, welche die Himmel durchstoßen könnten. Ein mehr als verwegener Scheitel und dazu noch das Markenzeichen des jungen Helden. Majestätische Haarsträhnen von den Ohren. Du entsprichst wirklich dem Ideal des Totemhelden, mein Junge. Aber genug davon. Kann der gute Bartholomäus etwas für dich tun? Ein toller Name übrigens. Achso, der informiert mich so ein bisschen über Sachen. Totemhelden. Sie faszinieren dich? Kein Wunder. Die Totemhelden sind Stoff einer Legende, die seit langer Zeit im Königreich Textilia erzählt wird. Sie besagt, dass wann auch immer großes Unheil unser Land bedroht, drei Helden erscheinen werden. Diese Statue zeigt sie, wie sie sich gegenseitig aufeinander stützen, um alle Schwierigkeiten zu überwinden. In gewissen Sinne ist sie ein Sinnbild der Liebe zwischen den Menschen. Ja, männlichen Menschen. Je länger ich dich ansehe, desto mehr ähnelst du ihnen in meinen Augen. Aber genug davon. Kann der gute Bartholomäus etwas für dich tun? Ja, die ähneln mir nicht nur, die sind identisch. Genau das ist übrigens auch, worum das Spiel geht. Man kann eben drei Links aufeinander stapeln und diese Links kann man mit unterschiedlichen Fertigkeiten ausstatten und dadurch kann man dann schlussendlich Probleme lösen. Ja, das machen wir im wirklichen Leben ja auch. Probleme lösen, indem wir uns stapeln. So, diese Stadt. Rüschlinde, die Prinzessin unseres Königreichs, war die schönste im ganzen Landrand. Stets trug sie die prächtigsten Kleider von allen. Doch als der Fluch der Hexe aus dem Lumpenland sie traf, hatte das alles ein Ende. Seitdem fürchten alle Bürger unseres Reiches den Fluch und verkneifen sich jede modische Extravaganz. Auch meine Wenigkeit musste sich geschlagen geben und die Hälfte seines Stils in den Wind schreiben. Du bist doch immer noch ein Hipster, Mann. Aber genug davon. Kann der gute Bartholomäus etwas für dich tun, Madame Couture? In deinem Alter interessierst du dich schon für Madame Coutures Künste? Ihren Laden findest du gleich da vorne. Ja, ich weiß, habe ich leider schon gefunden. Madame Couture ist eine Modedesignerin von Weltrang. Auch die Königsfamilie zählt zu ihren Kunden. Und selbstverständlich sind auch meine bescheidenen Fetzen made by Madame. Ja, das sieht man. Aus Furcht vor dem Fluch musste ich hintenrum ein paar Abstriche machen. Stimmt, du bist hintenrum nicht so hübsch. Das ist mir gar nicht aufgefallen, der ist hintenrum nackt, oh mein Gott! Ach, der ist vorne ein Gentleman und hinten sexy. Aber keine Angst, ich friere nicht.
Aber genug davon. Kann der gute Bartholomäus etwas für dich tun? Nein, alles gut. Du hast mir genug angetan. Ich glaube fest an die Legende. Die Helden werden uns retten. Das weiß ich. Okay. Ah, ein Rubin. Jetzt habe ich schon 8. Das sollte eigentlich reichen. So, oh, ein 5er. Hm. So, ich würde gerne rennen, aber wahrscheinlich kann ich das nur mit entsprechender Mode. Du, hast du schon gehört? Von dem schwarzen Geist, der seit kurzem in der Stadt spuken soll? Nein, ein Geist? Boah, da kann man sich ja nachts nicht mehr auf die Straße trauen. Nein, hör zu, dieser Geist soll angeblich nur tagsüber spuken. Ein Geist, der sich nur tagsüber zeigt? Na, dann kann er ja nicht so furchteinflößend sein. Du Schlimme, du, Geist ist Geist. Zwei Trottel unterwegs. Na gut, gehen wir mal weiter. Oh, guck mal, da ist noch ein Link unterwegs. Ich glaube, den nehme ich mal mit. Warum lasst ihr mich nicht rein? Ich will auch bei den Hexenjägern mitmachen. Den Hexenjägern dürfen nur Personen beitreten, welche die Kennzeichen eines Totemhelden aufweisen. Scheitelung, Haarsträhnen und die Form der Ohren müssen genau den Anforderungen entsprechen. Was habe ich denn falsch gemacht? Wisst ihr denn nicht, wie viele Freundesmünzen ich habe? Einen so beliebten Kerl wie mich nicht reinzulassen, ist ein Skandal! Okay, du hast offenbar nicht genügend Haarsträhnen, mein Freund. Du bist einfach nicht sexy genug. Das tut mir leid für dich. Na gut, dann gehen wir einfach mal rein. Ich darf bestimmt. Warte bitte! Bist du ein Heldenkandidat? Ich bin sowas von ein Heldenkandidat. Begib dich ins Schloss und befolge die Anweisungen des Grafen. Er ist unser Kommandant. Warum wird der Kerl reingelassen? Achte nicht auf den Kleinen. Du darfst passieren. Ich passiere immer wieder, manchmal auch aus Versehen. So, ich gehe rein. Alles klar. Ich drehe mich ein bisschen. Das ist doch... Du, Bursche, komm mal einen Moment lang her. Spitze Ohren. Ja. Haarsträhnen vor den Ohren. Ja. Verwegener Scheitel. Ja, das ist ein Bingo. Okay. Verzeihung, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Graf Schnöselscheck, Kommandant der Hexenjäger. Wie mir scheint, bist du nicht zufällig in unser Reich gekommen. Ich nehme an, du weißt, was dir vorgefallen ist? Na, natürlich nicht. Na gut, ich frage nochmal, was passiert ist. Er will es bestimmt nochmal erzählen. In unserem schönen Reich Textilia herrschte lange Zeit Frieden. Neben König Lockfried regierten bei uns die Schönheit und die Mode. Du bist so oberflächlich, du Arsch. Die modischste von allen war Prinzessin Rüschlinde. Das einfache Volk verehrte sie als Mode-Ikone. Aber ihre Pracht muss ein Dorn im Auge der Hexe gewesen sein, die im Lumpenland lebt. Sie legte einen fürchterlichen Fluch auf die Prinzessin. Den grausamen Kleiderfluch. Ja, den kenne ich auch. Ja, den habe ich auch. Also auch privat trage ich immer nur fürchterliche Kleider, weil ich verflucht bin. Schnell breitete sich das Gerücht aus, dass alle, die modische Kleider trügen, auch mit dem Fluch belegt würden. Es war, als wären über Nacht aus unserer einst so fröhlichen Stadt alle Lebensgeister geschwunden. Der verzweifelte König entsann sich der Legende der Totemhelden und gründete die Hexenjäger. Was sind denn? Ja, es ergibt Sinn. Das ergibt absolut Sinn. Die Totenhelden, das ist total logisch. In unserem Reich erzählt man sich seit uralter Zeit die Legende der Totemhelden. Sie besagt, dass die Zeiten höchster Not drei Helden erscheinen und das Königreich retten werden. In Zeiten. Im Vertrauen auf diese Legende hat unser König die Hexenjäger gegründet. Dazu muss man wissen, dass die drei Helden angeblich gewisse körperliche Eigenschaften gemein hatten. Spitzohren, Haarsträhnen vor den Ohren und ein verwegener Scheitel. Ihren Ohren entgeht kein Hilferuf, ihre Haarsträhnen sind ein Rettungsseil, ihr Scheitel weist ihre politische Orientierung auf. Ihr Scheitel weist ihnen den Weg. Wir suchen Jünglinge, die diese Zeichen aufweisen und schicken sie in Dreierteams ins Lumpenland. So hoffen wir, dass sich letztendlich die Helden zeigen, welche die Hexe besiegen und die Prinzessin retteten. Ich habe ja schon einen Haufen von Heldenkandidaten gesehen, aber so gut wie du hat noch niemand auf die Beschreibung aus der Legende gepasst. Du bist uns hoch willkommen. Okay. Sag Bursche, wie lautet dein Name? Dein Name, den du eingibst, ist für andere Spieler sichtbar. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo ich hier... Ich habe den New 3DS noch nicht so lange. Den habe ich mir extra anfertigen lassen, damit ich für euch aufnehmen kann. Und da finde ich mal den Stift nicht. So, wo ist denn der blöde Stift? Ich muss den ja kurz drehen, ja? Okay? Ja, da unten ist er doch. So, alles klar. Ich heiße natürlich nicht A. Ihr seht ja... Ach, ich finde das so schön, dass ihr hier auf dem, bei den Aufnahmen die Eingabefelder seht. Ich heiße natürlich wie immer...
So. Okay. Jurex, ein zackiger Name für einen zackigen Helden. Ich bin voll zackig, vor allem meine Zähne. Als Zeichen deines Status brauchst du zuerst einmal ein Heldengewand. Geh mit diesem Material zu Madame Couture und lass dir eines schneidern. Textiliafaden erhalten. Cool. Ja, gut. Ja, hervorragend. Ich lasse Madame Couture wissen, dass du kommst. Also mach mir bloß keine Schande. Alles klar. Liebe Leute, meine Parts sind ja eigentlich darauf ausgelegt, 20 Minuten zu dauern. Aber weil wir jetzt einen Einleitungspart haben, mache ich quasi als Pilot ein paar Minuten länger. Denn ich denke, dass nur das sinnvoll ist, sonst seht ihr ja überhaupt nichts und es geht im nächsten Part wieder nur mit Erzählen weiter. Ich möchte jetzt zumindest noch das Heldengewand abholen. Ich hoffe, ich bekomme es auch direkt. Und dann können wir morgen weiter schauen, wie es hier in diesem oberflächlichen Modekönigreich weitergeht. Ach ja. Ach ja. Und wie ist es gelaufen? Wie habe ich die eben nochmal gesprochen? So habe ich dir gesprochen. Du sollst also tatsächlich ein Held sein? Na, wenn der Graf das sagt, dann wird es wohl stimmen. Wenn ich etwas für dich anfertigen soll, wähle Auftrag. Auftrag. Du solltest mit dem Heldengewand anfangen. Guck mal nach unten. Und ihr seht das auf dem kleinen Bildschirm, was ich da so auswählen kann. 8-Bit-Gewand finde ich auch super. Also, wenn du bei den Hexenjägern mitmachen möchtest, brauchst du zuallererst einmal das Heldengewand. Das 8-Bit-Gewand weckt nostalgische Gefühle. Das ist eine ganz spezielle Form von Magie. Wenn du das Bombengewand trägst, werden deine Bomben stärker. Ich hoffe, du weißt damit umzugehen. Der Glückspyjama bringt Glück, sodass feindliche Angriffe dich nicht treffen, manchmal zumindest. Wenn du das herzige Kleid trägst, findest du mehr Herzen. Legendäres Design, was? Mit dem Kokiri-Gewand brauchst du die drei Pfeile. Kannst du drei Pfeile auf einmal abfeuern. Wie das funktioniert, weiß ich selbst nicht. Wenn alle drei einen Teamanzug tragen, dann geht die Posta Rost ab. Okay, also wir sehen hier. Ach, so viel Geld brauche ich für die Dinger ja gar nicht mal. Cool. Ich nehme erstmal natürlich das Heldengewand. Ist das so reicht? Bitte, hab ein wenig Geduld. Gut, Kleid will Weile haben. Schip, 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 schip. Die singt dabei. Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Ein absolutes Meisterwerk. Warum trägst du da eine Einkaufstüte? Da stehst du noch da oben. Los, ab in die Anprobe. Ist da noch das Mädchen von eben drin? Das fände ich toll. Oh yeah, und schon bin ich im Heldengewand. Sexy. Sehr schön. Hallo, junger Mann. Bist du auch zum Kleiderverkauf hier? Du bist nicht mein Typ. Ich war vorhin schon in der Anprobe. Du warst das! Ah, dann will ich ja gar nicht reinlunzen. In der Anprobe. Ist wirklich wunderschön. Angemessen für so ein schickes Etablissement. Na, sitzt es auch nicht so strack? Steht dir auf jeden Fall. Ein weiteres Meisterwerk. Ja, wenn dich sonst niemand lobt, machst du es halt selbst. Wenn du dich irgendwann noch einmal umziehen möchtest, geh einfach in die Anprobe. Sie tut zwar so unnahbar, aber in Wahrheit gefällst du ihr. Ach ja, wusstest du eigentlich, dass du gekaufte Outfits auch als Stempel im Miiverse verwenden kannst? Nee, was dich nicht interessiert, mich aber auch nicht so toll. Tschüss. Alles klar, ich bin jetzt ein Held. Und als solcher bin ich ganz besonders glücklich und fröhlich und... Oho, 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 oho. Ja, ich habe ein ganzes Gewand und du? Du halber Typ, du halb starker. Ich habe dich beobachtet und du hast nicht einmal der Statue der Totemhelden die Referenz erwiesen. Was muss ich denn da machen? Verbeugen oder was? Weißt du denn nicht, dass die Totemhelden unser Reich Texilia von alters her beschützen? Sie verzeichnen alle unsere Taten, seien es gute oder böse. Jetzt ist es an der Zeit, neben der Statue A zu drücken und ihr zu huldigen. Ich bin doch nicht blöd, hallo? Ich huldige nur... Essen. Lecker Essen. Okay, finde ich irgendwo Essen? Okay, ich muss wohl der Statue huldigen. Ach so, damit speichere ich. Speichervorgang, schalte das System nicht aus. Speichervorgang abgeschlossen. So. Oho, du huldigst wie ein Profi. Ja, ich habe schon mal gespeichert. Alles klar. So, liebe Leute, wir hatten zwar noch keinen einzigen Kampf, aber wir sind jetzt im Heldengewand. Wir haben schon mal gespeichert und ich würde sagen, für einen ersten Part müsste das jetzt erstmal ausreichen. Traurig, aber wahr.
Ja, ich hoffe, das Spiel interessiert euch. Man sieht wirklich sehr deutlich, es hat mit einem richtigen Zelda-Spiel, was heißt richtigen Zelda-Spiel, mit einem typischen Zelda-Spiel relativ wenig zu tun. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wir werden eine ganze Menge Spaß damit haben. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann flipp ich aus und hau die andere Hälfte von seinen Kleidern auch noch weg, okay? So, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Ja, ich würde euch jetzt winken, aber ich habe viel zu modische Arme. Deswegen sage ich noch Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt.